Eine lebenslustige Frau begeht plötzlich Selbstmord. Ihren Mann und zwei kleine Kinder lässt sie zurück. Neben ihr hat eine Waffe gelegen und hier am Mund hatte sie Blut. Warum wollte die Frau plötzlich nicht mehr leben? Irgendwann eskalierte der Streit und er hat ihr ins Gesicht geschlagen. Dann bezweifelt eine Rechtsmedizinerin, dass es sich überhaupt um einen Selbstmord handelt. Die Tatsachen sprachen zwar nicht gegen einen Suizid, waren aber sehr untypisch. Jennifer Corbin träumte von einem glücklichen Leben an der Seite eines erfolgreichen Mannes, gemeinsamen Kindern und einem großen Freundeskreis. Als die 33-Jährige den Zahnarzt Bart Corbin heiratet, gehen all ihre Wünsche in Erfüllung. Sie hatten ein Hausboot und tolle Autos. Er war ein erfolgreicher Zahnarzt. Viele Menschen wollen doch Arzt oder Anwalt werden, weil diese Leute all das haben. Das Paar bekommt zwei Söhne und führt eine scheinbar perfekte Beziehung. Doch nach 7 Jahren kriselt es in ihrer Ehe. Ich hatte keine Ahnung, dass es so schlimm um die beiden stand. Es hatte sich nicht gut entwickelt. In den letzten Monaten lief es mit den beiden mehr als schlecht. Die Beziehungsprobleme eskalieren, als Jennifer eines Abends an einer Tankstelle zum Bezahlen geht und Bart im Auto auf sie wartet. In ihrer Handtasche entdeckt er eine ausgedruckte E-Mail, die Jennifer von einer Person namens Chris bekommen hatte. Du sollst wissen, dass ich dich liebe wie nie jemanden zuvor. Ich liebe die Ehrlichkeit und die Freundschaft, die uns verbindet. Er war wütend und konfrontierte sie damit. Da waren sie gerade auf dem Heimweg von Jennifers Eltern. Das war an Thanksgiving. Der Streit ist wohl eskaliert und er hat Jennifer ins Gesicht geschlagen. Offenbar war dieser Zwischenfall das endgültige Ende ihrer Ehe. Es gab wohl schon vorher Pläne, wie es nach der Ehe für sie weitergehen sollte. Jennifer war die treibende Kraft. Sie wollte Bart verlassen. Auch Bart Corbin soll eine Affäre mit einer seiner Angestellten haben. Das Ehepaar trennt sich und reicht die Scheidung ein. Dann geschieht etwas Schreckliches. Am 4. Dezember 2004 findet der 7-jährige Sohn der Corbins seine Mutter tot in ihrem Bett. Offenbar hat sie Selbstmord begangen. Neben ihr liegt ein Revolver vom Kaliber .38. Als ich aufgewacht bin, bin ich zu meiner Mama gegangen, damit sie mir Frühstück macht. Dann habe ich eine Waffe neben ihr gesehen und hier am Mund hatte sie Blut. Einen Abschiedsbrief gibt es nicht, aber unter ihrer Leiche werden die Scheidungspapiere gefunden. Es sah so aus, als habe sie gerade erst von der Scheidung erfahren, als habe sie die Nachricht aus der Bahn geworfen und sie sich deswegen erschossen. Viele Anzeichen deuteten auf einen Selbstmord hin. Das war auch gar nicht so abwegig. Immerhin musste sie fürchten, wegen der Internetaffäre, das Sorgerecht für ihre Söhne zu verlieren. Und auch ihr Haus. Einfach alles. Bart Corbin hat für die Nacht, in der seine Frau starb, ein Alibi. Er war mit zwei Freunden in einer Bar, etwa eine halbe Autostunde entfernt. Auf seiner Kreditkartenabrechnung konnte man sehen, dass 14 Bier in der Bar Wild Wings gekauft wurden. Von dort aus brachte Bart einen seiner Freunde nach Hause und übernachtete schließlich bei seinem Bruder. Der Bruder bestätigt das Alibi. Die Ermittler versuchen, Jennifers Abend zu rekonstruieren. Dabei finden sie heraus, dass sie per Computer und Telefon mit Chris kommuniziert hat, ihrer Internetbekanntschaft. Verbindungsnachweise zeigten, dass sie bis 1.30 Uhr morgens telefoniert hatte. Bei der Durchsuchung von Jennifers Computer sticht den Ermittlern vor allem der Kontakt zu ihrer Internetbekanntschaft Chris ins Auge. Der Inhalt eines Chatverlaufs erregt besondere Aufmerksamkeit der Polizisten. Jennifer, würdest du einen Revolver nehmen, ihn mir an die Stirn setzen und den Abzug betätigen, wenn wir Sex hätten? Würdest du das tun, Jennifer?
Die Ermittler ziehen in Betracht, dass Jennifers Tod vielleicht doch kein Selbstmord war. Sie ist nicht aufgewacht und ich habe gedacht, sie schläft. Die Obduktion soll nähere Aufschlüsse über die Todesursache liefern. Die Rechtsmedizinerin Carol Terry untersucht Jennifers Leiche gründlich, bevor sie eine endgültige Aussage macht. Ich wollte erst alles sehen, was es zu diesem Fall gab, bevor ich das Gutachten erstellte. So ein Gutachten lässt sich nämlich nur schwer wieder zurückziehen. Dr. Terry stellt fest, dass der Einschusswinkel an Jennifers Kopf untypisch für einen Selbstmord ist. Sehr häufig haben wir beim Suizid den aufgesetzten Schuss, dass die Waffe direkt auf den Kopf aufgesetzt wird, häufig auf die Schläfenregion, aber gar nicht so selten im Bereich des Mundes, also entweder Mundboden oder dass sogar die Waffe in den Mund hineingesteckt wird. Bei Jennifer befindet sich das Einschussloch am Hinterkopf direkt hinter ihrem rechten Ohr. Es war ein atypischer Schussverlauf. Die Kugel ist von hinten nach vorne durch den Kopf gegangen. Das spricht nicht grundsätzlich gegen einen Selbstmord, ist aber eher untypisch. Fragen wirft auch der Fundort der Waffe neben der Leiche auf. Tatsächlich ist aber so, dass nicht zwangsläufig nach einem Kopfschuss die Muskulatur sofort erschlafft und damit die Waffe losgelassen wird. Im Extremfall kann die Waffe sogar noch in der Hand quasi festgehalten werden. Aber sehr häufig fällt natürlich die Waffe nach erschlaffter Muskulatur in diesem Bereich herunter, wo eben der Schuss angesetzt worden ist. Es war unmöglich, dass die Waffe von hier hinten nach unten zu ihrer Taille gelangen konnte. Zudem steckte sie noch in der Bettdecke. An Jennifers Händen lassen sich weder Blutspritzer noch Schmauchspuren feststellen. Bei einem Selbstmord hätte man diese jedoch finden müssen. Zur Überprüfung feuern die Ermittler die Tatwaffe ab und stellen erhebliche Schmauchspurenbildung fest. Wenn ich jetzt eine Waffe habe, die Schmauch auf die Hand projizieren müsste und habe eine Person, die erschossen ist und die Waffe jetzt sagen wir mal in der rechten Hand hat, auf dieser Hand habe ich aber die entsprechenden Schmauchspuren nicht, dann könnte ich ohne weiteres daraus den Schluss ziehen, dass diese Hand diese Waffe nicht abgefeuert hat. Hätte sie sich erschossen, wären Schmauchspuren an ihrer Hand gewesen. Jennifers Tod wird nun offiziell als Mord eingestuft. Doch wer hatte ein Motiv, Jennifer Corbin zu töten? Schon ein Jahr vor ihrem Tod kriselte es in der Ehe der Corbins. Zu dieser Zeit verbrachte Jennifer viel Zeit im Internet. Dort lernte sie auch Chris kennen. Ihre Internetaffäre lebt in Missouri, 1300 Kilometer weit entfernt. Alles fing damit an, dass sie sich in einem Chat unterhielten. Später haben sie sich regelmäßig E-Mails geschrieben. Und so hat sich ihre Online-Beziehung entwickelt. Software-Spezialisten machen die Konversation zwischen den beiden wieder sichtbar. Um einen Chat durchzuführen, kann ich entweder einen ganz normalen Browser verwenden oder aber auch ein Programm, das eigens für diesen Chat programmiert worden ist. Beide Programme speichern allerdings meistens den Chatverlauf in einer Datei ab. Das heißt, auch wenn der Chat längst beendet worden ist und das Programm auch meinetwegen schon beendet wurde, ist es noch möglich, in dieser Datei die einzelnen Aussagen der Teilnehmer nachzulesen. Ich liebe dich und die Freundschaft und Ehrlichkeit, die uns beide verbindet. Die meisten Menschen tun so etwas, um der realen Welt ein Stück weit zu entfliehen. Ich bin kein Psychologe oder sowas, aber damit hat sie sich aus ihrem Alltag ausgeklinkt. Die Telefonverbindungsnachweise bestätigen, dass Chris am Tatabend 1300 Kilometer entfernt in St. Joseph, Missouri war. Chris wird als Verdächtiger ausgeschlossen. Jennifers Noch-Ehemann Bart beharrt auf seinem Alibi. Seine Kreditkartenabrechnung belegt, dass er zunächst mit Freunden unterwegs war. Später fuhr er zu seinem Bruder und übernachtete dort. Von Jennifers Freunden erhalten die Ermittler jedoch eine interessante Information. Bart Corbin hat bereits eine frühere Freundin durch Selbstmord verloren. Dolly Hearn, mit der er während des Studiums zusammen war. Auch neben ihr lag ein Revolver vom Kaliber .38. Der Rechtsmediziner hielt die Selbstmordthese damals für schlüssig.
und hat ihren Tod dann auch als Selbstmord eingestuft. In dem Moment, als der Rechtsmediziner zu mir sagte, Dolly habe sich selbst erschossen, habe ich sofort gesagt, das hat sie nicht. Laut Aussage ihrer Eltern hat Dolly Hearn kurz vor ihrem Tod versucht, sich von Bart Corbin zu trennen. Sie behaupten auch, dass Corbin ihre Tochter gestalkt hätte. Er ist in ihre Wohnung eingebrochen und hat Dollys Katze entführt. Die Reifen ihres Autos wurden zerstochen, Fenster zerschlagen, alles Mögliche. Corbin hat sogar Haarspray in Dollys Kontaktlinsendose gesprüht und ihre Arbeiten für die Universität sabotiert. Nachdem die Familie Hearn Bart Corbin eindringlich gebeten hat, ihre Tochter nicht weiter zu belästigen, hielt er sich scheinbar daran. Nur wenige Monate später war Dolly tot. Ich habe nie verstanden, warum man diesen Fall nicht sorgfältiger untersucht hat. Für die Behörden stand fest, dass es Selbstmord war. Und sie ließen sich auch nicht davon abbringen. Ist es tatsächlich Zufall, dass zwei Frauen, mit denen Bart Corbin zusammen war, auf die gleiche Weise ums Leben kommen? Beide mit einer Waffe desselben Kalibers? Entweder hatten wir hier jemanden, der großes Pech hatte, weil sich seine Frau 2004 auf dieselbe Weise umgebracht hat, wie schon seine Freundin 1990. Oder wir hatten einen Mörder. Dolly Hearn und Jennifer Corbin haben sich nicht gekannt. Doch eines verbindet die Frauen miteinander. Beide haben kurz vor ihrem Tod versucht, sich von Bart Corbin zu trennen. Kurz nachdem Jennifer Corbins Tod als Mord eingestuft worden ist, wird der Fall Dolly Hearn in Augusta, Georgia wieder aufgerollt. Die Ermittlungen zu Dolly Hearns Tod waren eigentlich seit 14 Jahren abgeschlossen. Doch jetzt sieht sich ein Experte für forensische Blutspurenanalyse die Fotos des damaligen Tatorts noch einmal an. Mir war sofort klar, dass Selbstmord in diesem Fall nicht annähernd als Todesursache in Frage kommen konnte. Dolly Hearn wurde auf ihrer Couch im Schneidersitz gefunden. Ihr Oberkörper zur linken Seite geneigt. Die Waffe hatte sie in ihrer rechten Hand. Als dieses Foto am Tatort entstand, hatte einer der Rettungssanitäter die Waffe bereits weggenommen. Die Einschussstelle befand sich auf der rechten Seite ihres Kopfes. Seltsamerweise gibt es an ihrer rechten Hand aber keine Blutspuren. Sie konnte unmöglich eine Waffe in der Hand gehabt haben. Es gab keine Blutspuren an der Hand, mit der sie die Waffe gehalten haben soll. Da hätten aber auf jeden Fall Spritzer sein müssen. Würde man eben keine Blutschmauchspuren oder Verletzungen an der vermeintlichen Schusshand des Selbstmörders finden, würde das erstmal als Alarmzeichen gewertet werden müssen. Und dann muss man schauen, kann das wirklich ein Selbstmord sein? Das fehlende Blut an ihrer Hand könnte also bedeuten, dass sich Dollys Arm während der Schussabgabe eng an ihrem Körper befunden hat. Piper fällt auf den Fotos noch etwas auf. Bei den Flecken auf Dollys linkem Oberschenkel handelt es sich nicht ausschließlich um Blutspritzer vom Kopfschuss. Das waren frische Kontaktspuren, die dort jemand hinterlassen hatte. Dort hatte sich jemand möglicherweise mit einer blutverschmierten Hand am Bein gestreift. Dolly Hearn wurde mit ihrem eigenen Revolver vom Kaliber .38 ermordet, den sie sich zu ihrem Schutz angeschafft hatte. Es war eindeutig Mord. Sie hat sich nicht selbst erschossen. Sie kann nicht als Einzige am Tatort gewesen sein. Das ist unmöglich. Bart Corbin steht nun im Verdacht, sowohl seine Ehefrau Jennifer als auch Jahre zuvor seine damalige Freundin Dolly ermordet zu haben. Die Ermittler müssen Beweise finden, die Corbins Alibi für die Nacht, in der seine Frau Jennifer getötet wurde, entkräften. Bart Corbin bleibt bei seiner Aussage, dass er mit Freunden unterwegs gewesen sei. Anschließend hätte er bei seinem Bruder Bobby übernachtet. Eine Überprüfung seiner Handyaktivitäten ergibt, dass er um 1.58 Uhr einen Anruf getätigt hat. Anhand dieses Anrufs lässt sich auch sein Aufenthaltsort bestimmen. Wenn ich den Ort feststellen will, an dem ein Handy-Telefonat durchgeführt worden ist, muss ich den Sendemast, mit dem sich dieses Handy verbunden hat, während des Telefonats identifizieren. Das ist für den Betreiber der Infrastruktur relativ einfach. Wir fanden heraus, über welchen Handymast sein Anruf ging. Und dieser war ganz in der Nähe seines Hauses.
Das passte nicht zu der Aussage, er wäre bei seinem Bruder gewesen. Doch wen hat Bart Corbin so spät angerufen? Er hinterließ seinem Eheberater, auf dessen Anrufbeantworter die Nachricht, dass er einen gemeinsamen Termin mit seiner Frau für den nächsten Tag absagen müsse. Ich stelle mir vor, wie er da in der Einfahrt saß und beabsichtigte, gleich seine Frau umzubringen. Vorher sagt er noch den Termin beim Eheberater ab, weil er ja weiß, dass der nicht mehr nötig sein wird. Das ist das Szenario, das ich für wahrscheinlich halte. Barts Alibi wird zudem von einem Zeugen widerlegt. Sein Nachbar hatte gehört, dass Bart gegen 1.45 Uhr nach Hause gekommen ist. Ich wollte gerade meine Garage zumachen, als ich ein Auto hörte. Es war Bart, der in seine Einfahrt gefahren war. Ich wusste, dass er es war, denn ich kannte das Geräusch, das hatte ich schon oft gehört. Die Ermittlungen konzentrieren sich jetzt auf die Tatwaffe. Weder auf Jennifer noch auf Bart ist ein Revolver vom Kaliber .38 registriert. Die Waffe kann einem Mann namens Richard Wilson zugeordnet werden. Er lebt in Birmingham im Bundesstaat Alabama. Interessanterweise kennen sich Bart Corbin und Richard Wilson. Richard Wilson arbeitete für Bart Corbins Vater. Der hatte ihn nach dem College als Verkäufer in seiner Firma angestellt. Bei seiner Vernehmung bestreitet Richard Wilson, je einen Revolver Kaliber .38 besessen zu haben. Er leugnet auch einen aktuellen Kontakt zu Bart Corbin. Doch die Polizei kann beweisen, dass Wilson kurz vor Jennifers Tod von Bart auf seinem Handy angerufen wurde. Da Wilson nun selbst eine Anklage wegen Beihilfe zum Mord fürchten muss, erklärt er sich bereit, mit der Polizei zu kooperieren. Er meinte, seine Frau würde ihn betrügen. Er wollte eine Waffe, um sich selbst zu schützen. Er wusste, dass ich Waffen besitze und fragte, ob ich ihm auch eine besorgen könne. Den Revolver hatte ich kurz vorher gegen einen gebrauchten Rasenmäher getauscht. Ich habe sie ihm gegeben. Er hat sie selbst abgeholt. Wir hatten die Tatwaffe und wussten, woher er sie hatte. Corbin konnte sich nur noch schuldig bekennen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Bart Corbin es nicht ertragen konnte, wenn Frauen ihn ablehnten. Meistens beendete er seine Beziehungen. Damit hatte er kein Problem. Aber er konnte es nicht ertragen, wenn die Frau die Beziehung beendete. Ich denke, das war sein Motiv für die Morde. Während des Studiums lernt Bart Corbin die temperamentvolle Dolly Hearn kennen. Die beiden sind ungefähr ein Jahr zusammen, als Dolly sich entschließt, die Beziehung zu beenden. Doch das kann Bart nicht akzeptieren. Die Beweise belegen, er hat ihr nachgestellt, sie eingeschüchtert und sie auch bei ihrer Doktorarbeit behindert. Schließlich sucht er Dolly ein letztes Mal zu Hause auf. Vielleicht hat er sie gebeten, ihre Toilette benutzen zu dürfen. Doch stattdessen geht er ins Schlafzimmer und nimmt sich Dollys Revolver, den sie unter dem Bett aufbewahrt. Dann erschießt Bart Corbin die 27 Jahre alte Frau. Anschließend positioniert er die Leiche so, dass Dollys Tod wie ein Selbstmord erscheint. Als sich seine Ehefrau Jennifer 14 Jahre später von ihm scheiden lassen will, tötet Bart sie auf die gleiche Weise. Für die Tatnacht verschafft er sich ein Alibi, indem er mit Freunden in einer Bar etwas trinken geht. Jennifer kommuniziert per Computer und Telefon bis 1.30 Uhr mit ihrer Internetbekanntschaft Chris. Gegen 2 Uhr morgens kommt Bart nach Hause. Noch bevor er ins Haus geht, spricht er auf den Anrufbeantworter seines Eheberaters, um den Termin für den nächsten Tag abzusagen. Dann geht er ins Schlafzimmer, wo Jennifer noch fernsieht. Kaltblütig erschießt er seine wehrlose Frau. Er drapiert auch ihre Leiche so, dass alles nach Selbstmord aussieht. Den Revolver legt er jedoch auf die falsche Seite. Außerdem bedenkt er nicht, dass an Jennifers Hand weder Blut noch Schmauchspuren sind. Bevor er den Tatort verlässt, legt er eine Kopie der Scheidungspapiere unter Jennifers Leiche, um damit einen möglichen Grund für den Suizid zu liefern. Dann fährt Bart zu seinem Bruder
und übernachtet bei ihm. Mit dem Mord an Jennifer wiederholt er nicht nur seine Tat, sondern auch alle Fehler, die er bereits 14 Jahre zuvor begangen hatte. Bis zur zweiten Tat war der Mord an Dolly Hearn unentdeckt geblieben. Warum sollte er also nicht wiederholen, was schon einmal funktioniert hatte? Die Umstände waren identisch. Beide Opfer, Jennifer Corbin und Dolly Hearn, waren mit Bart Corbin zusammen. Beide hatten beschlossen, die Beziehung zu beenden und ihn zu verlassen. Das gibt es ganz oft. Mörder und Verbrecher wiederholen ihre Taten nach demselben Muster, weil sie denken, dass es funktioniert. Und es funktioniert so lange, bis wir sie erwischen. Bart Corbin muss überrascht gewesen sein, als er erfährt, wer Jennifers Internetbekanntschaft tatsächlich ist. Seine Frau und Chris haben sich nie persönlich kennengelernt, ausschließlich per Mail und Telefon kommuniziert. Chris ist eine Frau, was Bart Corbin mit großer Wahrscheinlichkeit nicht wusste. Daran erkennt man, wie einsam Jennifer war. Sie hat sich an jeden Strohhalm geklammert, nur um ein wenig Gesellschaft zu haben. Haben Sie die vorsätzliche Tötung wirklich begangen, zu der Sie sich schuldig bekennen? Ja. Um der Todesstrafe zu entgehen, bekennt sich Bart Corbin der Morde an seiner Frau Jennifer Corbin und an Dolly Hearn schuldig. Er wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ich bin einfach nur froh, dass er gestanden hat. Und ich bin froh, dass der Fall damit endlich abgeschlossen ist. Das war das Wichtigste für uns. Es steht uns nicht zu, uns zu rächen. Darum kümmert sich Gott. Der erste Mord wäre Bart Corbin beinahe nicht nachgewiesen worden. Doch im Jahr 2004 war die Kriminaltechnik weit genug fortgeschritten, um ihm beide Taten nachzuweisen. Es ist wirklich tragisch, dass erst eine zweite Person sterben musste, damit Dolly Hearns Fall gelöst werden konnte. Er mag klüger sein als manch anderer. Doch Wissenschaft und Forensik sind hochentwickelt. Klüger als die ist er nicht. Wenn sich die Kriminaltechnik seit den 90ern nicht weiterentwickelt hätte, wäre auch Jennifers Tod 14 Jahre später nicht aufgeklärt worden. Und jetzt? Eine Frau wird Opfer eines Hinterhalts. Augenzeugen machen unterschiedliche Aussagen. Hier ist ein Überfall. Jemand hat auf meine Frau geschossen. Mein erster Gedanke war, wie in aller Welt lösen wir diesen Fall? Wir hatten nichts in der Hand. Erst ein Schriftvergleich bringt die Ermittler auf eine heiße Spur. Man versucht, die kleinen Puzzleteile zusammenzusetzen. Und das ergibt ein großes Bild. Im 19. Jahrhundert war Manchester in Connecticut eine bedeutende Stadt für die Seidenproduktion. Heute sind in den ehemaligen Seidenspinnereien Wohnungen entstanden. Die Stadt wächst stetig. Ich glaube, hier leben um die 58.000 Einwohner. Wir haben ein großes Einkaufszentrum im Norden der Stadt, deswegen ziehen auch viele Leute in diese Gegend. Auch Gail und Doug Islieb wohnen hier. Das Paar ist erst seit 3 Jahren verheiratet. Beide haben bereits erwachsene Kinder aus früheren Ehen. Sie war für alle die Oma. Ihre Enkel waren ihr Ein und Alles. Selbst die Kinder meiner Cousinen hat sie als ihre Enkel betrachtet. Unsere Familie hat sich sehr nah gestanden. Im Frühjahr des Jahres 1996 fällt der Familie auf, dass Gail sich plötzlich merkwürdig verhält. Sie wirkt ängstlich und misstrauisch. Ich habe sie darauf angesprochen. Ich meinte, Mom, warum hängst du Decken vor die Fenster? Darauf sagte sie, weil man nie wissen kann, wer da draußen steht und reinschaut. Bei einer anderen Gelegenheit weigert sich Gail, ihre Tochter mit ihrem Auto fahren zu lassen. Sie hatte hinter mir geparkt und ich wollte ihren Schlüssel. Aber sie hat mir ihr Auto partout nicht gegeben. Sie meinte, nein, park es nur um, ich habe nicht genug Benzin. Sie hatte eine Ausrede nach der anderen. Sobald das Telefon klingelt, schreckt Gail zusammen. Sie wurde immer ganz nervös, wer wohl am anderen Ende der Leitung sein konnte. Ich hatte das Gefühl, dass sie uns vor irgendeiner Gefahr beschützen wollte. Am 30. April 1996 endet Gails Schicht in einem Supermarkt gegen 22 Uhr. Danach fährt sie direkt nach Hause.
Ihr Mann Doug hört, wie ihr Auto in die Einfahrt fährt. Kurz darauf fallen Schüsse. Doug läuft nach draußen und sieht einen bewaffneten Mann neben Gales Auto stehen. Sofort verständigt er die Polizei. Notrufzentrale Manchester. Hier ist ein Überfall. Jemand hat auf meine Frau geschossen. Er hatte eine Maske auf. Als die Polizei am Tatort eintrifft, kann sie für Gale Islieb nichts mehr tun. Die 54-Jährige wurde durch mehrere Kopfschüsse getötet. Die Ermittler finden 7 Patronenhülsen vom Kaliber .22 in und um Gales Auto. Die Schüsse hatten sie aus nächster Nähe getroffen. Einige Wunden sahen danach aus, als sei die Waffe aufgesetzt worden. Haben wir also eine Fremdtötung durch Schuss aus nächster Nähe, dann lässt das erstmal den Schluss zu, dass das Opfer den Täter so nah herangelassen hat. Und das ist häufig bei einer Täter-Opfer-Beziehung. Der Polizei fällt auf, dass Gales Ehemann Doug einen Revolver vom Kaliber .22 in der Hand hält. Dasselbe Kaliber, mit dem seine Frau ermordet wurde. Naja, wir hatten eine Schießerei und er stand am Tatort mit einer Waffe. Natürlich denkt man da sofort an das Nächstliegende. Doug behauptet, er habe seine Waffe zum Schutz mit rausgenommen, nachdem er den Notruf gewählt hatte. Die Polizei bittet ihn, den Mann zu beschreiben, den er vor seinem Haus gesehen hat. Seiner Beschreibung nach war der Mann in der Einfahrt ein Latino mit heller Haut. Damit widerspricht er seiner eigenen Aussage, die er während des Notrufs gemacht hat. Er hatte eine Maske auf. Außerdem hatte Doug von einem Überfall gesprochen. Doch Gales Geld befindet sich noch in ihrem Auto. Allerdings bestätigen 2 Nachbarn Dougs Angaben. Auch sie haben Schüsse und ein schnell wegfahrendes Auto gehört. Wir sind geschockt, dass hier so etwas passiert. Eine Zeugin will ein weißes Auto gesehen haben. In einer Sache sind sich alle Nachbarn und Freunde einig. Keiner von ihnen kann sich vorstellen, dass Gale Islieb Feinde hatte. Ich hätte nie gedacht, dass jemand meiner Mutter nachstellt. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Zunächst untersuchen die Ermittler, ob es sich bei Doug Islieps Revolver um die Tatwaffe handelt. Doch die Pistole ist vollständig geladen. Außerdem sehen abgefeuerte Patronenhülsen dieses Modells ganz anders aus als die, die am Tatort gefunden wurden. Doug Islieb wird als Tatverdächtiger ausgeschlossen. Es gab keinen ersichtlichen Grund für die Tat. Die Islieps schienen ein ganz normales Ehepaar zu sein, die sich um ihre Sachen kümmerten und ihr Leben lebten. Gale war eine hingebungsvolle Mutter und Oma. Mein erster Gedanke war, wie in aller Welt lösen wir diesen Fall? Wir hatten nichts in der Hand. Der Angreifer hat aus nächster Nähe 7-mal auf Gale geschossen. 5 Kugeln trafen ihren Kopf. Wir gingen zunächst davon aus, dass eventuell ein Streit eskaliert war. Vielleicht hatte sie mit ihrem Auto jemanden auf dem Heimweg ausgebremst. Und diese Person ist dann hinter ihr hergefahren und hat auf sie geschossen. Die Familie befürchtet, dass Gale einem willkürlichen Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Es gibt viele Leidtragende, wenn ein solches Verbrechen passiert. Uns wurde der Lebensmittelpunkt genommen. Sie war wirklich das Zentrum unserer Familie. Als nächstes konzentrieren sich die Ermittlungen auf Gales Kollegen im Supermarkt. Dieses Ermittlungsteam war wirklich großartig. Paul Lombardo stand am nächsten Morgen um 7 Uhr vor der Tür des Marktes und begann damit, jeden einzelnen von Gales Kollegen zu befragen. Gale Islieb arbeitete in der Schuhabteilung. Sie hatte mehreren Kollegen erzählt, dass ein Mitarbeiter sie belästigen würde. Ein paar der Angestellten haben das Wort besessen benutzt. Dieser Mann war besessen von Mrs. Islieb. Er hat sie ununterbrochen angesprochen und immer wieder belästigt. Der aufdringliche Verehrer ist der 25 Jahre alte Tyrone Montgomery. Dass Gale mehr als doppelt so alt ist, scheint ihm nichts auszumachen. Montgomery kam sogar an seinen freien Tagen in den Laden und hat sich in der Schuhabteilung aufgehalten, wenn Gale dort gearbeitet hat. Es war klar, dass er sich von ihr angezogen fühlte. Aber seine Gefühle wurden nicht erwidert. Als die Ermittler Montgomery aufsuchen wollen, ist er nicht zu Hause.
Doch vor seiner Wohnung steht ein weißes Auto. Es passt auf die Beschreibung des Wagens, mit dem er vom Tatort geflüchtet sein soll. Im Aschenbecher des Autos entdecken die Ermittler Überreste eines verbrannten Schriftstücks und mehrere intakte Seiten handschriftlicher Notizen. Für den Hund Knüppel und Klebeband, um ihm das Maul zuzubinden. Ausrede vorbringen, gebe ihre Kuchenform zurück. Alle Waffen abwischen, Eispickel besorgen, Eispickel durch sein Ohr stechen. Die Notizen wirken auf die Ermittler wie die Checkliste eines Verbrechers. Doch warum beschreibt der unbekannte Verfasser darin, wie er einen Mann mit einem Eispickel töten will? War womöglich Gils Ehemann das eigentliche Ziel des Angriffs? Zu diesem Zeitpunkt hatten wir nichts gegen Tyrone Montgomery in der Hand. Also mussten wir diese Notizen mit ihm in Verbindung bringen. Man muss im günstigsten Falle natürlich das Schriftstück im Original haben. Und dann müsste man Vergleichsmaterial haben, Referenzmaterial im gleichen Schriftsystem. Also wenn es sich um einen handgeschriebenen Brief handelt, also einen Langtext, müsste man auch Vergleichsproben haben, ebenso als Langtext. Und die sollten auch möglichst zeitnah und unbefangen sein. Die Ermittler schicken die Notizen zusammen mit handschriftlichen Proben aus einer Bewerbung von Montgomery an den Schriftsachverständigen Jim Streeter. Ich habe viele individuelle Charakteristiken in der Handschrift erkannt. Der Verfasser schrieb den Buchstaben J schon fast kursiv und hatte eine Druckbuchstabenschrift. An vielen Stellen sah das J dem Buchstaben L sehr ähnlich, einem kursiven L. Mir ist auch aufgefallen, dass er beim kleinen E den Strich links am oberen Bogen immer etwas überstehen ließ. Das war bei allen sichergestellten Schriftstücken so. Jim Streeter kommt zu dem Ergebnis, dass Tyrone Montgomery der Verfasser der Notizen aus dem Auto ist. Doch Montgomery ist immer noch verschwunden. Die Ermittler finden heraus, dass er sich kurz nach Gail Islips Tod selbst in eine psychiatrische Klinik eingewiesen hat. Im Krankenhaus hat Tyrone gesagt, dass ein Freund von ihm gestorben wäre und er deshalb selbstmordgefährdet sei. Die Polizei vermutet, dass Gails Kollege einer Vernehmung entgehen will. Tyrone Montgomery arbeitete in einer anderen Abteilung, direkt neben der von Gail Islip. Er war nicht vorbestraft, aber in der Belegschaft wurde über ihn geredet. Alle fanden ihn irgendwie seltsam. Die Kollegen der beiden sagen aus, dass Montgomery Gail mehrmals um ein Date gebeten hätte. Als sie seine Angebote wiederholt ablehnte, veränderte sich sein Verhalten ihr gegenüber. Einmal hatte sie ihn im Auto mitgenommen, oder er sie. Jedenfalls zog er eine Spielzeugpistole und meinte: Guck, so einfach ist es, dich zu entführen. Dabei hat er ihr die Waffe in die Rippen gestoßen. Er war jung, 25, meine Mutter 54. Sie hatte erwachsene Kinder, die älter waren als er. Was hat er sich bloß dabei gedacht? Obwohl es Kollegen zufolge mehrere Vorfälle gab, hat Gail sich bei der Geschäftsleitung nie offiziell über Montgomery beschwert. Es kam öfter vor, dass Tyrone sie zum Essen einlud. Sie lehnte immer ab. Ein Kollege hatte gesehen, wie er seinen Arm um ihren Rücken gelegt und sie ihn sofort weggestoßen hat. Es war offensichtlich, dass er in einer Art Fantasiewelt lebte. Er glaubte tatsächlich, sie irgendwann umzukriegen. Keiner weiß, warum Gail sich niemandem anvertraute. Sie versuchte allein damit fertig zu werden. Es tut mir so leid, dass ich ihr nicht helfen konnte. Sie dachte wohl, sie müsse da allein durch. Also wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, hätte ich große Angst gehabt. Dann, kurz nachdem sich Montgomery freiwillig in die Psychiatrie begeben hat, stimmt er doch einer polizeilichen Vernehmung zu. Wir haben ihn gefragt, ob er Gail Islip umgebracht hat. Doch das hat er auf eine sehr ruhige Weise abgestritten. Das war sehr interessant. Nach der Befragung bitten die Ermittler das Krankenhauspersonal um die Kleidung, die Montgomery bei seiner Ankunft getragen hat.
Gemäß der Krankenhausvorschriften waren seine Sachen bereits gewaschen, als man sie der Polizei übergeben hat. Eine Untersuchung der Kleidung ist damit sinnlos. Doch der Kriminaltechnikerin Virginia Maxwell stehen wenigstens Montgomerys Schuhe für eine Analyse zur Verfügung. Diese wurden unberührt aufbewahrt. Bei der Untersuchung seiner Schuhe fand ich eine Glasscherbe, die noch in der Sohle steckte. Wir wussten, dass der Täter bei den ersten Schüssen draußen auf der Fahrerseite gestanden haben musste. Auf dem Boden um die Fahrerseite herum lagen viele Scherben. Daher war es gut möglich, dass eine Scherbe vom Tatort in seinem Schuh steckte. Den Ermittlern ist bewusst, dass Glasscherben auf der Straße keine Seltenheit sind. Deshalb bestimmt die Kriminaltechnikerin den Brechungsindex der Scherbe aus Montgomerys Schuh. Visuell darstellen kann man diesen Wert zum Beispiel mit einem Glas Wasser und einem Strohhalm. Natürlich ist der Strohhalm nicht geknickt. Es ist einfach so, dass die Lichtgeschwindigkeit im Wasser eine andere ist als in der Luft. Unser Auge wird also getäuscht. Das Ausmaß, in dem sich das Licht verändert, ist allgemein als der Brechungsindex bekannt. Wenn wir den Brechungsindex bestimmen und er stimmt mit dem Vergleichsglas überein, dann können wir sagen, dieser Splitter kann von der Vergleichsglasscheibe stammen. Unterscheiden sich die Brechungsindizes, dann können wir den sicheren Ausschluss führen. Dieser Splitter stammt nicht von dieser Scheibe. Für die Vergleichsuntersuchung zertrümmert die Kriminaltechnikerin die Scherbe aus Montgomerys Schuh und ein Stück Glas aus dem Seitenfenster von Gales Auto. Danach platziert sie die Scherben auf zwei Objektträger, gibt einen Tropfen Silikonöl hinzu und erhitzt die Proben. Wichtig bei der Bestimmung des Brechungsindex ist, dass das verwendete Einbettungsmittel, also dieses Silikonöl, dass es temperaturstabil ist in einem bestimmten Bereich und dass die Abhängigkeit Temperatur-Brechungsindex, die wir ja für die Berechnung verwenden, dass die in diesem Bereich linear ist. Wenn das Öl den gleichen Brechungsindex wie das Glas erreicht hat, sieht es so aus, als würden sich die Scherben auflösen. Beide Proben lösen sich bei der exakt gleichen Temperatur auf. Das bedeutet, beide Scherben haben den gleichen Brechungsindex. Bei Brechungsindex-Tests können wir hinterher nur sagen, dass die fragliche Probe mit der bekannten Probe übereinstimmen könnte. Das bedeutet, der Test reicht als Indiz. Vor Gericht ist er jedoch nicht als Beweis zulässig. Die Ermittler erwirken einen Durchsuchungsbefehl für Montgomerys Haus. Sie hoffen, dort die Tatwaffe zu finden. Doch die Suche ist erfolglos. Dafür stoßen sie bei ihrer Durchsuchung auf interessante Lektüre. Er hatte sich Bücher gekauft, in denen es darum ging, wie man zum Killer wird. Es waren Bücher, in denen zum Beispiel stand, Zitat, wie begehe ich einen Mord? Zitat Ende. Darin gab es Parallelen zu seinen eigenen Notizen, in denen er seine Vorgehensweise für einen Mord festgehalten hat. Ein weiteres Buch, das man bei Montgomery findet, trägt den Titel Methoden der Tarnung. Eine mögliche Erklärung für die widersprüchlichen Zeugenaussagen zum Aussehen des Täters. Das passte alles ganz gut zusammen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sein Aussehen durch Make-up verändert hatte, war recht hoch. Im Keller des Hauses entdecken die Ermittler einen improvisierten Schießstand. Auf dem Boden liegen Dutzende Patronenhülsen und in den Wänden stecken Geschosse Kaliber .22. Wenn Geschosse in Mauern, sagen wir mal Betonwände oder ähnliches einschlagen, haben wir natürlich eine große Deformation an den Geschossen. Und je nachdem, wie das Geschoss aufgebaut ist, kann es natürlich sein, dass es bis zur kompletten Zerstörung reicht. Die Kugeln aus den Wänden sind zu stark beschädigt. Doch die Patronenhülsen vom Boden können mit den Patronenhülsen vom Tatort verglichen werden. Unter einem Vergleichsmikroskop analysiert ein forensischer Ballistiker die Spuren auf den einzelnen Hülsen sehr genau. Auf jedem Geschoss, das aus einer Waffe abgefeuert wird, entsteht eine mikroskopisch kleine Markierung. Man könnte es als ballistischen Fingerabdruck bezeichnen. Man muss sich vorstellen, so eine Hülse, wenn sie dann abgefeuert wird, da herrschen zwischen 2000, 3000, 3500 Bar. In einem Autoreifen haben sie ungefähr 2 bis 3 Bar.
Dementsprechend wird natürlich das Material verformt, das Zündhütchen und auch die Hülse tragen dann die individuellen Spuren, die sie in dieser Waffe finden, die sich dort übertragen. Zur Überraschung des Experten befinden sich an allen Hülsen dieselben ungewöhnlichen Kratzer, jeweils am unteren Rand. Für den Ballistiker ein klarer Beweis dafür, dass die Pistole nicht ordnungsgemäß zusammengesetzt wurde. Es handelte sich um eine sogenannte Takedown-Waffe, die man für den Transport in zwei Teile zerlegen kann. Und diese Waffe hatte man einfach nicht richtig zusammengesetzt. Der Verschluss war nicht ordentlich in den Lauf hineingedrückt worden, sodass sich zwischen Verschluss und Lauf ein Millimeter großer Spalt befand. Das Ergebnis der ballistischen Untersuchung beweist eindeutig: Mit der Waffe, mit der in Tyrone Montgomerys Keller geschossen wurde, ist auch Gail Islip getötet worden. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Montgomery wütend auf Gail war, weil sie nicht auf seine Avancen eingegangen ist. Darum fasst er den Plan, ihren Mann Doug mit einem Eispickel zu erschlagen und Gail mit vorgehaltener Waffe zu entführen. In der Tatnacht parkt er auf der Straße vor Gails Haus und verändert sein Erscheinungsbild. Dann wartet er, bis Gail von der Arbeit nach Hause kommt. Als Gail in ihre Einfahrt fährt, sieht sie Montgomery mit einer Waffe in der Hand. Durch das laute Hupen gerät er in Panik und feuert 7 Schüsse auf die wehrlose Frau ab. Bei seiner Flucht bleibt eine winzige Glasscherbe in der Sohle seines Schuhs stecken. Die handgeschriebenen Notizen in seinem Auto, die Patronenhülsen in seinem Keller und die Scherbe in seinem Schuh überführen Tyrone Montgomery als Mörder. Man versucht, viele einzelne Puzzleteile zu einem ganzen Bild zusammenzusetzen. Tyrone Montgomery wird verhaftet und wegen des Mordes an Gail Islip angeklagt. Obwohl die Beweise gegen ihn ausreichen, wollen die Ermittler herausfinden, wo die Tatwaffe geblieben ist. Sie befragen den Chef der Waffenabteilung des Marktes, in dem Montgomery arbeitete. Der Abteilungsleiter sagt aus, dass Montgomery kurz vor dem Mord an Gail Islip ein Gewehr vom Kaliber .22 gekauft hat. Montgomery habe vorgegeben, damit jagen zu wollen. Ich bezweifle stark, dass man mit einem Gewehr Kaliber .22 ein Reh erlegen kann. Allenfalls erwischt man damit ein Eichhörnchen oder einen Fasan. Aber das Jagdwild aus dieser Gegend hier erlegt man damit nicht. Nicht mit einer Waffe dieses Kalibers. Als der Abteilungsleiter erfuhr, dass Gail mit einem Gewehr vom Kaliber .22 getötet wurde, entfernte er den Verkauf aus dem Kassenbuch. Ohne diesen Eintrag hätte die Waffe nicht bis zu Montgomery zurückverfolgt werden können. Sie war offiziell ja gar nicht verkauft worden. Da die Polizei nun die Seriennummer kennt, kann sie die Waffe ausfindig machen. Ein Mann aus der Stadt hatte sie Montgomery abgekauft. Ballistische Tests ergeben, es ist die Tatwaffe und sie ist nicht ordnungsgemäß zusammengesetzt. Als ich mir die Patronenhülse angesehen habe, fiel mir sofort die auffällige Markierung am unteren Rand auf, die durch den fehlerhaften Zusammenbau der Waffe entstanden ist. Im Oktober 1997 wird Tyrone Montgomery des Mordes an Gail Islip schuldig gesprochen und zu 65 Jahren Gefängnis verurteilt. Niemand kann sich erklären, weshalb Tyrone Montgomery geglaubt hat, dass ihn eine Entführung von Gail an sein Ziel bringen könnte. In gewisser Hinsicht hat er sich viel Mühe mit dem Plan gemacht, aber er war naiv. Das Verwischen seiner Spuren war erbärmlich. Die Lösung dieses Falls war eine Teamleistung. So etwas ist in meiner Laufbahn noch nie vorgekommen. Wir waren sehr froh darüber, dass wir die Beweisstücke gefunden hatten und mit Hilfe der vielen Tests konkrete Fakten sammeln konnten. Es waren unanfechtbare Beweise. Und die haben es der Staatsanwaltschaft letztendlich erleichtert, den Prozess zu führen und einen Schuldspruch zu erwirken.
Mm-hmm.